Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Opa Zock. Minecraft. Vizibis. Infinity. Wir wollen ja die Folge was testen, ne? Wir brauchen neuen Boiler. Da haben wir schon mal vier. Nochmal so viele, bitte. So, vier, komm mal her hier. Kiste. Der gute Mülleimer. Ach, da haben wir da. Dann haben wir wieder acht. Wieder vier. Einmal noch durch. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Entweder es funktioniert und wir haben gleich dann noch mehr Strom. Oder es muss sich komplett von vorne aufheizen. Oder es macht es gleich Bumm. Und das war's. Bitte, bitte. Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. Er lebt noch. Er muss sich komplett von vorne aufheizen. Nein! Jetzt haben wir ein kleines Stromproblem. Na gut, es bleibt uns aber nichts anderes übrig. Aber bei dem müssen wir es auch machen. Da sollten wir vielleicht warten, bis der erst ein bisschen was produziert hat. Ansonsten stehen wir nämlich gleich richtig blöd da. So, Kohle, Pulver. Oh. Achso, wir müssen auch noch die Dings bauen. Die Elevator. Bisschen Kohlepulver haben wir noch. Ich werde dir auch noch beibringen, wie du Kohlepulver machst. Selbstständig. Verdammter Shit. Na gut, wir haben ja eine kleine Reserve gehabt. Die aber gleich relativ schnell aufgebraucht ist.
Doch. Da ist es richtig. Jetzt bin ich gerade überlegen. Schnappen wir uns. Ah, kostet auch Strom. Der Filler. Ich hätte mich jetzt fast gedacht, lass uns so erstmal den Keller unten machen. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen Nägel mit Köpfen. Wir hauen den zweiten Boiler ja auch gleich ran. Dann sollen die beiden sich gleichzeitig aufheizen. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich gar keine Energie mehr. Aber dann machen wir ein paar administrative Aufgaben. So, rein, 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 rein und rein. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Dich bräuchte man ja auch nicht mehr. Jetzt gucken wir uns mal um nach Dings. Nach Diamanten, beziehungsweise einer Diamantschaufel. Davon dürften wir ja theoretisch, ja genau, wir haben ja schon ein bisschen was. Scheiße, daran habe ich jetzt natürlich gar nicht gedacht. Das im E-System brauche ich auch Strom. Okay, pass auf. Runde pennen. Eine Schaufel bauen, weil das haben wir zum Glück noch geschafft. Zack, zack. Das schmeißen wir jetzt hier rein. Du bekommst leider 0. Ne, 700 war gehabt, ne? Also da ist nur Output 0. Kriegst du allerdings noch ein bisschen was ab. Weil dann gucken wir uns nämlich das hier schon. Oh. Da haben wir 1-2 Luft. 1-2 Luft. Ach genau, und hier haben wir ja schon den Weg gebastelt. Dann machen wir hier schon mal so ein bisschen Anfang.
das hier wird der Hauptweg. Der Hauptweg ist 4 breit. Müssen wir natürlich hier unten oder beziehungsweise hier vorne das Loch noch ein bisschen auffüllen. So, damit man wenigstens schon mal so ein bisschen was vom Design sieht, wie es dann später aussehen soll. So, das ist der Hauptweg. Hier ist ein Seitenweg rein. Mit so, so. So und so. Dann ist hier neben wieder zwei Luft. Gibt natürlich schön viele Seeds, ne? So. Das gleiche kommt natürlich dann auch hier hin. Eins, zwei, drei. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, passt. So, wie weit müssen wir denn jetzt hier rein? Ich schätze mal ungefähr bis nach hier. Na, fast. So, du bist durch. Hier ist auch noch ein Loch. Das ist sogar ein ziemlich tiefes Loch. So, zu. So, was jetzt hier in diese kleinen Zwischeninseln reinkommt. Warte mal, hier fehlt noch was. Der Weg geht dann natürlich auch nach hier weiter. Also so soll der Eingangsbereich aussehen, da wo jetzt die Baumfarm steht, soll das Baumwollfeld hin und das gleiche in dem auch. Und was jetzt hier in diese Zwischeninseln reinkommt, das möchte ich mal bitte, dass ihr mir das in die Kommentare schreibt. Warte mal, hier fehlt noch was. Mal so ein paar Ideen. Ja,
Ich hätte da schon ein, zwei Ideen, aber ich hoffe ja mal, dass von eurer Seite eventuell sogar ein besserer Vorschlag kommt. Dann ist natürlich hier auch wieder 1, 2 Luft. Und der Weg. Und der sollte jetzt theoretisch 2 neben dem Haus sein. Zwei neben dem Haus, perfekt. Es ärgert mich halt immer noch, dass so ein bisschen, dass die Map halt weg ist. Es hat halt sehr extrem viel Arbeit gekostet, das halt wenigstens so halbwegs herzustellen. Da hatte mir der Andreas zum Glück noch tatkräftig zur Seite gestanden und hat halt, während ich dann angefangen habe hier zu bauen, ne, per Stream-Übertragung, hier über Skype. Und er hat dann halt meine YouTube-Videos nochmal offen gehabt und hat mir halt mehr oder weniger immer den Grundplan durchgegeben. Ich glaube, wenn ich das alles alleine gemacht hätte, ich denke mal, dann hätte ich mit Sicherheit nochmal 2 bis 3 Tage mehr verloren. Und ich glaube, dann würden einige Minecraft-Videos ausgefallen. Also da, ich denke mal, da hat der Andreas halt einen ziemlich großen Anteil daran, dass das Projekt hier zumindest zeitnah weitergehen kann. So. Oh. Hier müssen wir sogar noch auffüllen. Also egal, der Weg geht dann halt hier weiter. Ne? Also ihr wisst ja schon so ungefähr, was ich meine jetzt. Den Weg machen wir schon mal bis nach ganz hinten durch. Dann ist auch die Nacht und glaube ich auch die Folge vorbei. Ich habe mir hier keine Uhr gestellt. Aber mittlerweile hat man das so ein bisschen im Gefühl und weiß, wie lange man aufnehmen kann. Also die ungefähren 20 Minuten. Und weiß genau, jetzt kann man noch ein paar Sekunden überziehen. Und dann, weil das ist ja mittlerweile zu meinem Markenzeichen geworden. Ich glaube, die 20 Minuten habe ich bisher noch nie eingehalten. Ich glaube, 2 Folgen Simultrans habe ich geschafft einzuhalten. Ich glaube, sonst habe ich alle Folgen überzogen. Essen ist auch gleich leer. So, der Weg hier. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. So, und dann hier noch. Und hier auch noch. Nein, da, nicht da. Würde ich sagen, dann gehen wir erstmal wieder ins sichere raus zurück. Und ja, heute ist Freitag. Das heißt, nächste Folge gibt es schon morgen. Auf den Samstag. Morgen. Ein Jahr Opa zockt. Ein ganzes Jahr müsst ihr mich schon aushalten.
So, einmal ins Haus. Vier Äpfel eingezogen. Sogar fünf. So, jetzt haben die mittlerweile auch keinen Strom mehr. Warte, was ist das da? Bari, okay. Nein! Ich bin so ein Trottel, oder? Das ME-System braucht voll Energie. Was ist das denn? Mist! Daran habe ich hier gar nicht gedacht. Und schon überzieht der Opa wieder. Erstmal schneller was rein, damit die Temperatur nicht so schnell runtergeht. Bei 100 Grad haben die, glaube ich, angesprungen, ne? Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass wir mit der Kohle hinkommen. Bis das Teil hier halb voll ist. Weil erst dann gibt das Gerät Steam aus. Also bei knappen 600. Nee. Doch. oder sowas. Dann gibt das Teil aus und dann geht es auch erst los, dass die wenigstens ein bisschen was machen. Scheiße, da habe ich ja gar nicht gedacht. Ah, Mist, 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 Mist. Na gut, das müsste aber passen. Ich möchte nicht wissen, wie viel wir da jetzt schon verloren haben. Ja, klar, das verdammte ME-System braucht ja auch Energie. Wie viel habe ich jetzt hier dran? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Brät das ganz schön schnell durch hier. Ja, also gleich zwei Fails. Achso, wir müssen mal ganz kurz rausgehen. Dann zeige ich euch das jetzt mal. So, also wie gesagt, man sieht jetzt hier schon, das hier ist die erste Farm. Hier ist die zweite Farm. Die sind für Baumwolle. Nee, doch. Baumwolle und Weizen. Hier neben Holz, 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 Holz. Sechs Stück müssen reichen. Wir machen ja auch dann Liquid Fuel aus dem Holz.
Das ist der Plan halt für den Eingangsbereich. Deswegen habe ich halt hier die gewählt, dass wir hier vorne ein bisschen Luft haben. Deswegen kommen hier halt die Weizen- und Dingsfarm hin. Und ja, wie gesagt, hier vor, mal gucken, ist eine Sitzecke vielleicht. Springbrunnen hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal gesagt. Werden wir sehen. So, hier brennt noch. 370.000. Gut, wie gesagt, habe ich es wieder geschafft, zu überziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.